Das ist hier so ein Kopf. Es hat schon eine komische Form. Okay, ich sag jetzt nichts. Meine Lieben, ja, ich habe einen neuen Haul für euch, aber das ist nicht einfach nur so ein ganz normaler Drogerie-Haul, sondern ich bin Teil eines Adventskalenders mit ganz vielen anderen tollen Mädels, die ich euch alle unten in die Infobox verlinkt habe. Ja, und heute bin ich dran und ich dachte mir, ich mache mal so ein winterlichen DM-Haul, weil ich war ganz, ganz viel einkaufen. Das wird wirklich ein mega großer Haul, Leute. Und, oh Gott, die ist so schwer, die Tüte. Genau, und ich habe, wie gesagt, ein DM, Rossmann und jede Menge andere Sachen, Lush. Einen ganz, ganz großen Haul. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Nehmt euch eine Chipstüte, irgendwas, lehnt euch zurück. Es wird nämlich mega lang. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich habe von der M2 Badebomben mitgenommen. Ich habe die vorher noch nie da gesehen, also so ründlicher. Ich habe einmal Sprudelbad Lavendel und einmal Sprudelbad Himbeere mitgenommen. Die riechen auf jeden Fall total lecker. Ja, und ich freue mich schon drauf, die zu benutzen. Dann habe ich zwei Handcremes mitgenommen von Balea. Einmal die Melon Berry und einmal Pitaya Coco. Die eine riecht nach Melone und Johannisbeere und die andere nach Pitaya und Kokos, sagt schon der Name. Und die riechen beide echt wunderbar. Oh, die mit Kokos, die riecht so toll. Vielleicht Creme an der Nase. Und die riecht auch total fruchtig mit Melone. Das riecht so. Das riecht nach Fruchtzwerge. Das riecht voll nach Fruchtzwerge, Leute, beide aber. Müsst ihr mal dran riechen. Total. Dann habe ich nochmal zwei Cremes mitgenommen von Balea. Diese kleinen runden Tiegelchen, die finde ich ganz gut. Und die sind auch sehr pflegend, die Cremes. Gab es einmal hier Pflegecreme mit Liebe, mit Frangipani und Kokosduft. Und dann gab es eine Pflegecreme für dich mit Pfirsich und Papaya-Duft. Dann habe ich ein Badesalz mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob die neu sind, aber ich habe mal dran gerochen. Das riecht wirklich toll. Das ist hier Lotustraum mit sinnlich frischem Duft und Lotusextrakt mit Rosenblütenblättern. Hört sich echt toll an. Ja, bin ich mal gespannt, wie das so ist. Aber das riecht wirklich sehr, sehr frisch. Total angenehm. Hier kann man es auch sehen mit den Rosenblättern. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob man es sehen kann. Moment, hoch. Jetzt fällt hier alles noch runter. Ich muss mal ein bisschen dunkler stellen. Genau, jetzt könnt ihr sehen, da sind noch so einzelne Blütenblätter drin. Dann habe ich mir von Abilene eine Pinzette mit Softgriff mitgenommen. Ja, für die Augenbrauen. Ich weiß nicht, wo meine alte Pinzette ist, ja. Deswegen habe ich halt einfach nur eine neue geholt und die sah ganz gut aus, auch so in Pink. Dann habe ich ganz viele Masken mitgenommen und das ist immer die gleiche. Ich liebe diese Maske, das ist meine allerliebste, aber auch nur im Winter, weil es ist so eine Thermomaske, also die ist, ich halte sie nochmal in die Kamera, ist von Garnier. Skin Active Hautklar Anti-Pickel Thermomaske reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam mit Salicylsäure und Zink. Also die erwärmt sich, das ist so eine bläuliche Maske und die erwärmt die Haut dann auch, wenn man die aufgetragen hat. Und deswegen meine ich auch, dass ich die nur im Winter benutze, aber die ist richtig gut, die hilft gegen Pickel und ja, manchmal habe ich halt so ein bisschen Ausschlag im Gesicht und deswegen finde ich die echt prima. Dann habe ich ein Badesalz mitgenommen von Balea, sinnliche Auszeit mit Kokos- und Lilienduft und es riecht so wahnsinnig toll. Ich mag sowieso alles, was mit Kokos ist. Und ja, binden mussten nochmal mit von Yessa.
Dann sind sogar zwei Stück gratis mit dabei. Also ich nehme hier die normalen mit Flügeln. Ich nehme immer die mit Flügel und Aloe Vera ist noch mit dabei. Oder mit drin. Ja, mit denen bin ich ganz zufrieden. Die trage ich nachts. Dann habe ich hier so WC-Wasserkasten-Tabletten mitgenommen. Die hole ich immer wieder, entweder von Rossmann oder von DM. Finde ich ganz gut. Und was ich auch immer wieder nachkaufe, ist sowas hier. Auch entweder von Rossmann oder von DM. Das ist jetzt hier Orangenblüte. Ja, die riechen echt toll. Das ganze Badezimmer riecht auch hier nach Orange. Und jetzt wollte ich mal probieren von WC Frisch, dieses Blau Kraftaktiv. Da habe ich einmal hier Blütenfrische mitgenommen. Färbt das Wasser dann auch so blau. Und eins habe ich in Benutzung. Ich weiß gar nicht, das hat hier so gelbe, ich weiß nicht, ich glaube, das ist Zitrone. Und die finde ich wirklich gut. Also das Wasser wird auch blau, ne? Ich mag das, wenn das so blau wird. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist irgendwie so in meinem Kopf, dass das irgendwie dann, weiß ich nicht, das sieht irgendwie frischer aus, so gereinigter. Finde ich gut und es riecht auch gut. Also wie gesagt, ich habe es schon ausprobiert. Dann habe ich einmal hier so Rasierer mitgenommen. Diese Einmal-Einweg-Rasierer. Die benutzt der Heiko gerne. Dann habe ich eine Küchenseife mitgenommen von Balea mit Granatapfel und Zitronengrasduft. Einmal Geschirrreiniger-Tabs von Denk mit Revolution. Die hole ich immer wieder und mit denen bin ich wirklich sehr zufrieden. Und ich hatte keine Reinigungstücher mehr und das war bevor ich nach DM gefahren bin. Und deswegen habe ich jetzt einfach hier von der Lidl-Marke welche genommen. Das sind auch diese sensitiven, die parfümfreie für trockene und sensible Haut. Und mit denen komme ich auch ganz gut zurecht. Dann habe ich einen Lippenstift mitgenommen von der LE Sparkle On. In der Farbe 01 Life is too short for boring lipstick. Und was ich an dem so toll finde, ist, dass der so, ja, nicht wie die ganz normalen Lippenstifte oben aussehen an der Spitze, sondern der hat so einen Diamanteffekt irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Seht ihr ja hier auch. Und das ist so eine braune, dunkelbraune, graue, ja eher ins braune, so braunstichige Farbe. Die habe ich auch gerade drauf. Ich habe mir damit nur die Lippen etwas konturiert. Und dann habe ich noch gekauft, den finde ich total toll, ist von Essence Matt Long Lasting Lip Gloss. In der Variante 02 Beauty Approved. Ich finde die Farbe toll, das ist so ein Nude-Ton und ich finde es toll, dass es matt ist. Ich mag matte Lippenstifte und es gibt noch eine Besonderheit, das schmeckt richtig gut auf den Lippen. Also das schmeckt irgendwie so nach Erdbeere, also total fruchtig und trocknet die Lippen nicht aus, hochdeckend, das stimmt aber auch. Also ich habe das gestern geholt, ich habe es ausprobiert und die werden überhaupt nicht trocken. Es bleibt drauf, der matte Effekt. Finde ich total toll. Dann habe ich ein Deo-Spray mitgenommen von Nivea Wintermoment. Trockenes und samtweiches Hautgefühl. Ja, hat den einzigartigen Nivea-Geruch oder Duft und riecht noch irgendwie. Riecht einfach frisch, also ich kann es nicht definieren, aber riecht halt nach Nivea. Dann habe ich eine Zahncreme mitgenommen, Denta Guard, hier mal so ein Spender. Ja, dann habe ich mitgenommen von Swiss Opal ein Haarwasser mit australischem Teebaumöl. Und zwar wollte ich das mal ausprobieren, weil ich halt ganz schlimm Haarausfall habe derzeit. Und ich mag auch, ich habe früher immer dieses Koffein-Liquid geholt. Wie heißt das nochmal? Ich komme jetzt nicht auf den Namen.
das hat so einen geilen, frischen Kick auf der Kopfhaut gegeben, wenn man sich das so nach dem Haarewaschen in die Kopfhaut anmassiert. Boah, sorry, Leute, ich kann kaum reden. Ich kriege auch keine Luft, meine Nase ist zu, alles ist zu bei mir. Und hier steht beruhigt die Kopfhaut und ist gegen fettiges Haar und fördert die Durchblutung. Ja, ich habe den Fehler gemacht, dass ich bei DM nicht dran gerochen habe, weil das Zeug riecht wirklich grässlich. Boah, geht gar nicht. Ich habe gestern richtig Kopfschmerzen davon bekommen. Ich habe auch nicht gemerkt, dass es jetzt irgendwie prickelt auf meiner Kopfhaut, weil dieses andere, dieses Koffeinliquid davon, wie heißt die Marke? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Das massiert man sich halt in die Kopfhaut. Und dann hat das so ein, ich glaube, da ist Pfefferminze drin, irgendwas. Und das erfrischt so richtig den Kopf, als ob da ganz kalte Luft dran kommt. Also das ist schon viel, viel besser. Kostet auch das Doppelte. Aber das hier, ich weiß nicht, ob ich es benutzen werde. Ansonsten kommt es weg, weil es stinkt mir einfach zu sehr. Und meine Haare stinken auch danach. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Ein Duschgel mitgenommen. Dufterlebnis, ich fühle mich belebt. Die waren neu und die riechen so toll. Also es gibt verschiedene Varianten und ich habe jetzt hier dieses ich fühle mich belebt mitgenommen. Riecht nach Wilder, Pfingstrose und Litschi. Aber die haben wirklich alle super toll gerochen, aber ich wollte jetzt nicht alle mitnehmen, weil ich noch ganz viel Backup da habe. Das riecht so wahnsinnig frisch, also das musste unbedingt mit. Eingeschlafen. Oh. So, sorry, ich musste eine kleine Pause machen. Mein Bein ist richtig fies eingeschlafen, Leute. Und ich musste hier kurz eine Runde drehen. Dann habe ich... Moment, wo bin ich stehen geblieben? Hier. Dann habe ich von Eucerin... Wird das so ausgesprochen, oder? Eucerin... eine Creme mitgenommen. Das ist die Anti-Rötungen-Creme. Anti-Rötungen beruhigende Pflege. Aber die habe ich bei Doc Morris geholt. Die gibt es in der Apotheke. Die habe ich für 18,95 geholt. Online gibt es die günstiger. Für 15 Euro noch was. Aber ich war jetzt einmal da, deswegen habe ich die jetzt ein paar Euro mehr mitgenommen. Das ist hier auch so ein Spender, damit da auch keine Luft dran kommt. Also das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein System, damit da keine Luft dran kommt und dass die halt länger hält. Reduziert Rötungen, sofortiges und langanhaltendes Wohlgefühl der Haut. Trägt man sich morgens und abends drauf. Ich habe das Problem, dass ich, wie heißt das denn? Ich habe hier dieses Rosa Zea Coupe Rosa. Kennt ihr das? Das habe ich hier an den Wangen. Das habe ich nach der Schwangerschaft hat sich das entwickelt, dass meine Haut auf einmal so komisch rot wurde in der Wangenpartie. Und ja, dann war ich beim Hautarzt und er hat halt gesagt, das sind so Äderchen, die da irgendwie aufplatzen und dann wird das hier immer so total rot. Manche denken, ich bin dann irgendwie krank, also erkältet oder hab Fieber, aber ist es nicht. Also es ist diese komische Rosacea Coupe Rosa oder wie das heißt. Und ich habe vom Hautarzt immer Cortisoncreme bekommen. Und ich habe gemerkt, dass ich die, weiß ich nicht, also dass ich die irgendwie nicht vertrage. Ich hatte das Gefühl, mein Gesicht schwillt irgendwie an. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch irgendwie nur in meinem Kopf, aber wenn ihr euch ein paar andere Videos von mir anschaut, vor einem halben Jahr, da hatte ich so richtig rötliches Gesicht und da habe ich diese Creme auch immer aufgetragen. Und seitdem ich die abgesetzt habe, hatte ich halt wieder diese Rötungen, aber ich habe gemerkt, dass mein Gesicht irgendwie wieder Form angenommen hat. Und ja, jetzt habe ich halt sehr viel Gutes über diese Eucerin-Creme gehört und dann habe ich mir die vor 2 Tagen geholt und auch aufgetragen. Und siehe da, es sind schon einige Rötungen weg. Also man kann, das,
also die Creme hat einen sofortigen Effekt und die Rötungen, die meisten Rötungen sind schon verschwunden. Und ja, also ich bin froh, dass ich jetzt so eine Creme gefunden habe. Da ist auf jeden Fall, da sind 0% Konservierungsstoffe, Parabene, Paraffine, Duftstoffe, Alkohol, Farbstoffe, Emulgatoren. Also ist nichts davon drin, sondern irgendwie Simsitiv und Lycocalcone. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist das sehr gut für meine Haut. Und ich habe sehr empfindliche Haut. Sehr trockene Haut, sie neigt zu Rötungen, sie neigt zu Pickeln und diese Creme ist wirklich sehr gut. Ich muss sagen, so auf den ersten Blick ist das wirklich eine ganz gute Creme und ich habe jetzt online bei Doc Morris noch die deckende Tagescreme geholt, die kostet 10, nee, die kostet auch 15 Euro. Die ist mit Lichtschutzfaktor und hat auch nochmal so ein grünlich ist die, damit man das auch abdecken kann und da ist auch nochmal dieser Wirkstoff drin, dass der tagsüber auch wirkt und man braucht auch kein Make-up drüber zu machen, weil ich halt so eine empfindliche Haut habe und ich nicht jedes Make-up vertrage. Und ich habe noch die Reinigungslotion dazu geholt, die kostet 9,95 Euro. Ja, ich bin mal gespannt, ich werde euch auf jeden Fall berichten, wenn ihr Interesse dran habt, wer auch so eine empfindliche Haut hat, werde ich auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten. Ja, und dann noch ein paar Kleinigkeiten. Alexandra hat hier von Freshe Freunde eins mitgenommen und das auch bei Rossmann, genau, bei Rossmann. Genau, wir sind jetzt bei Rossmann. Genau, ich habe hier noch Rossmann-Sachen, die habe ich gar nicht gezeigt. Genau, wir waren bei Rossmann und da trägt er immer sowas aus, wenn wir gerade einkaufen. Und ich meine, wir sind ja nicht assi, also ich stecke es jetzt nicht irgendwie ein und bezahle es nicht, sondern gehe zur Kasse und zahle es ganz normal. Und bisher hat sich auch nie ein Laden darüber beschwert. Und diesmal bei Rossmann an der Kasse, die Dame, die war sehr unfreundlich, die hat gesagt, das darf ich nicht machen. Habe ich ihr gesagt, doch, es ist ein Kind, ich werde es machen. Also ich, klar, man kann auch konsequent sein und sagen, nein, du kriegst es gleich draußen. Aber ich weiß nicht, ich finde sowas nicht schlimm. Ich meine, der hat es ausgetrunken, ich leg's an die Kasse und zahle es. Bei Lidl ist der auch immer diese kleinen Mini-Donuts, die isst er halt immer sofort und als Denkzettel nehme ich halt auch immer so eine Tüte mit, damit ich das nicht vergesse an der Kasse, um das zu zahlen. Und manchmal sagt sogar die Verkäuferin bei der Lidl-Kasse, brauche ich gar nicht zu zahlen, aber ich bin halt nicht assi, also ich zahle das. Und dann habe ich gestern Ärger gekriegt von der Rossmann-Tante da an der Kasse und das fand ich ziemlich daneben. Also die anderen haben auch den Kopf geschüttelt und haben, also die war richtig. Ich glaube, die hatte einen schlechten Tag. Die war so richtig fies und meinte, nein, da müssen sie konsequent sein, das dürfen sie nicht. Ich gesagt, doch, werde ich immer wieder tun, weil ich bin, ich weiß, dass ich das zahle, das sind 60 Cent und die werde ich nicht klauen und ich lege es an die Kasse. Und wenn mein Kind gerade Durst hat, dann gebe ich meinem Kind zu trinken. Ach, klar kann man es erst zahlen und dann dem Kind geben. Weiß ich nicht, wie denkt ihr darüber? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, aber ich weiß, wie ich bin, ich würde sowas nie klauen und dementsprechend werde ich das auch immer wieder so tun. Dann habe ich von der Arbeitskollegin, ihre Mutter arbeitet bei DM und dann hat sie uns so ein paar Sachen mitgebracht, die da aussortiert werden vom Sortiment. Und dann hat sie mir einen Essie-Nagellack mitgebracht, so einen durchsichtigen. Und einmal eine Creme zu probieren von Santa Naturkosmetik beruhigende Tagescreme mit Bio-Mandelöl und Vitamin F. Habe ich jetzt noch nicht probiert. Bin ich mal gespannt, wie die so ist. Genau, dann mache ich mal eben weiter mit Rossmann. Ich habe von Rossmann einmal von der Marke Isana Enthaarungsstreifen für die Augenbrauen mitgenommen. Die habe ich bisher noch nie probiert. Ich weiß, ich habe ja Erfahrungen mit sowas. Ich habe ja hier die Augenbrauen etwas ja, schöner machen lassen bei der Lena, wo ich auch die Wimpernverlängerung gemacht habe. Und die hat auch so Kaltwerkstreifen benutzt und jetzt wollte ich mal gucken, ob ich das auch zu Hause machen kann, damit ich mir die nicht immer zupfen muss, weil ich hasse Zupfen, wirklich, ich hasse Zupfen, es tut mir wirklich so weh, ich bin da so ein kleines Mimöschen und da wollte ich die jetzt mal ausprobieren. Und wenn ihr Erfahrungen damit habt, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, ob die was taugen oder nicht. Und dann habe ich zweimal Reinigungstücher mitgenommen, einmal mit Zellreinigungstücher, das war eine neue LE von Isana.
Die sind ohne Alkohol und für alle Hauttypen. Und einmal hier die ganz normalen von Isana Yang, auch ohne Alkohol, für alle Hauttypen. Dann habe ich eine neue Handcreme mitgenommen von Isana, Mademoiselle Raspberry. Da fand ich das Design total schön. Also da war ich wirklich Verpackungsopfer. Und die machen ja so ein bisschen hier Trickle Moon, ne? Ich glaube, Trickle Moon ist das, machen die so ein bisschen hier nach, ne? Auch hier mit einem Spruch vorne drauf. Aber die riecht auch ganz gut. Also die ist hier ne, mit Himbeere und die riecht ganz in Ordnung. Nur in letzter Zeit habe ich halt mit Isana Handcreme schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich finde, die hinterlassen so ein, ups, da bin ich wieder, so ein klebriges Haut, so ein klebriges Gefühl auf den Händen. Bin ich mal gespannt, wie die ist. Dann gab es eine neue LE von Isana, so ein hier Badeperlen Herzenswärme mit Jojobaöl und Urea. Und einmal auch was Neues, so ein Sprudelbad, deine Verführung mit Jojobaöl und Granatapfelduft. Dann habe ich eine Haarkur mitgenommen von Isana. Eine Minute Soforthilfe-Kur mit Arganöl und Cranberry. Das stand auch neu dran. Und Arganöl finde ich immer gut. Ja, bin ich mal gespannt, wie die Kur so ist. Muss ich mal ein bisschen anders hinsetzen, weil mein Bein wieder eingeschlafen ist. Dann habe ich eine Handseife mitgenommen, eine LE auch Forbidden Apple mit rotem Apfel und Karamellduft. Aber ich glaube, diese LE gibt es jetzt schon seit einem Monat. Und von Rival de Loop gab es eine LE Aktivkohlemaske. Klärende Reinigungsmaske mit Ton, Erde und Zink. Die musste auch mit, stand neu dran. Ja, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aktivkohle soll ja gut sein. Bin ich mal gespannt. Und zu guter Letzt habe ich von Rossmann von Rival de Loop einen Augenbrauen-Stift mitgenommen. So ein Gelstift ist das. Einfach nur, um die Augenbrauen etwas zu konturieren. Ja, ich mache mir die jetzt immer ein bisschen dicker, ne? Auf eure Empfehlung hin. Und der Stift ist auch so ein bisschen kantig geformt, damit man die Augenbrauen Kontur schön nachmalen kann. Und den habe ich jetzt in der Variante Dark Brown mitgenommen. Das war aber noch nicht alles. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen für euch, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen möchte. Denn es ist so ein gemischter Haul und es sind wirklich auch ein paar sehr gute Sachen mit dabei. Ich fange mal hier an. Ich habe von Directions eine Haarfarbe mitgenommen in Lagoon Blue. Jetzt werdet ihr euch fragen, wo ich mir die auftragen möchte, weil ich ja ganz dunkle Haare habe. Da wird man ja nicht sehen. Das verrate ich euch hier noch nicht, was ich damit vorhabe. Das werdet ihr auf jeden Fall auf Instagram, auf den Fotos sehen, was ich damit gemacht habe. Genau, und falls ihr mir noch nicht folgt, folgt mir doch auch auf Instagram und auf Snapchat. Da seht ihr immer, ja, so Tagesangebote, wollte ich jetzt sagen. Tagesaktuelle Neuigkeiten von uns so. Genau, hier einmal die. Und dann hat meine Mama von Lush was mitgebracht. Ja, ich konnte ja irgendwie die letzten Tage nicht raus, weil ich halt so erkältet bin, beziehungsweise durch meine Bronchitis. Und dann hat sie mir was ganz, ganz Tolles von Lush mitgebracht. Ich liebe ja Lush und bei uns im Zentrum gibt es Lush. Dann habe ich, und das riecht schon so toll, boah, habe ich einmal so einen Stern. Der heißt Stardust. Folge diesem leuchtenden Stern bis in dein Badezimmer und dann tauche einfach ein in ein vanillesüßes Wasser. Ja, riecht total lecker. Das habe ich einmal bekommen und dann habe ich hier, das riecht auch so wahnsinnig toll. Also ich, wisst ihr, wie das aussieht? Also guckt mal, sieht das nicht wie so ein Kackerhaufen von einem Einhorn aus? Also ich könnte mir das so richtig vorstellen, dass das Kacker vom Einhorn so aussieht. Habe ich recht oder habe ich recht? Auf jeden Fall heißt das Candy Mountain.
Süß duftender Schaum. Oh, es riecht so Hammer. Ich liebe es. Also, oh, ich liebe Lush. Ich liebe Lush. Ich liebe Lush. Wer liebt auch Lush? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder wer kennt Lush überhaupt nicht? Könnt ihr mir auch mal schreiben. Dann habe ich hier einen total süßen Mini-Bären. Und der heißt... Na, wie heißt du denn? Butterbär. Cremig-Vanille. Cremig-vanillige Badebombe, die mit Kakaobutter für weiche Haut sorgt. Eine bärenstarke Umarmung. Ja, fand ich auch total niedlich, so in Bärenform. Dann geht's weiter mit was ganz, ganz Tollem. Ich habe aber schon auf Instagram gesagt, das ist ein Weihnachtsgeschenk für mich, ein vorzeitiges. Und zwar ist das von Philips. Mal ein bisschen dunkler. Das Wither Pure Advance. Das ist dieses Gesichtsreinigungsgerät. Es ist wirklich toll. Also es gibt drei verschiedene Aufsätze. Einmal für die Reinigung, einmal für eine Gesichtsmassage und einmal für die Augenpartie. So, das Ding sieht so aus. Hat auch so einen mitgelieferten Ständer. Kann man hier so ablegen dann im Badezimmer. Und dann gibt es hier die verschiedenen Aufsätze. Das ist auch so ein Ablageboard dafür. Ne? Und das ist zum Beispiel hier diese, dieses Gesichtsreinigungsdingern. Dann setzt man das hier so auf. Und das Gerät hat so ein Erkennungsprogramm. Wie nennt sich das? Intelligenter Bürstenkopf für sensible Haut. Passt sich individuell für empfindliche Haut an. Besonders weiche Fäden für eine effektive und sanfte Reinigung. Also es gibt zwei Modi. Einmal den sanften, einmal den etwas stärkeren. Also ich würde anfangs mit dem leichteren Modus anfangen. Und ja, dann schaltet sich das aus. Wenn du, ihr seht ja, ne, das rotiert und das ist wirklich ganz weich. Es greift die Haut nicht an und man geht halt erstmal, also man soll halt bei der einen Gesichtshälfte erstmal anfangen, hier Wangenpartie und Kinn und bis zur Nase. Ich habe gerade gesehen, es hat gestoppt. Das heißt nämlich, jetzt ist die andere Seite dran. Und gleich wird es nochmal stoppen und wenn das dann nochmal, also wenn es jetzt nochmal stoppt, da, dann weiß man, man ist dran mit dem, mit der Stirn und hier mit der Nasenpartie. Also so lang soll man dann das Gesicht reinigen. Ich mache mir damit immer meine Waschlotion halt drauf, meine Reinigungslotion. Mache hier die Bürstchen etwas nass und reinige damit mein Gesicht. Danach, also wenn man damit fertig ist mit der Reinigung, kann man die Tagescreme auftragen und mit diesem Massagekopf die Creme dann einmassieren. Also das stoppt dann auch. Man macht hier halt, also man muss schon gucken, dass man keine Haare im Gesicht hat in dem Moment. Und gleich stoppt das auch von alleine und dann ist die andere Seite dran und dann wie vorhin auch Stirn und Nase. Hier gibt es auch zwei Modi, etwas schneller, stärker und der langsame Modus. Und zu guter Letzt gibt es noch das Fresh Eyes. Das ist hier so ein Kopf. Es hat schon eine komische Form, okay, ich sag jetzt nichts. Auf jeden Fall ist das so richtig schön kalt und es erfrischt die Augenpartie. Das ist so ein Metallic-Ding. Da gibt es auch zwei Stufen. Also ich nehme dann immer meine Augencreme. Die erste Stufe ist einfach nur eine Vibrationsstufe. Schon ein bisschen komisch, das Ding. Aber es tut echt gut und erfrischt so richtig die Augen und kühlt. Also hat so einen Kühleffekt. Kann man sich halt hier so unten drunter machen, kann man sich auch übers Auge machen. Und bei der zweiten Stufe
rotiert dieser Kopf auch noch dazu. Nur hier muss man richtig aufpassen, dass da genügend Creme drauf ist, weil sonst passiert das hier. Moment, schon mal anmachen. Zweite Stufe. Dann zieht es nämlich immer so das Augenlid runter. Und das geht nicht. Also ihr müsst da unbedingt drauf achten, dass da genügend Creme oder Gesichtsöl drauf ist. Genau, ne? Kann man dann runternehmen, reinigen, wie auch immer. Also es ist echt toll. Also ich finde es super und ich benutze es jeden Tag. Das gibt es auch auf Amazon. Ich verlinke es euch unten in die Infobox. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Also ich empfehle es wirklich von Herzen. Es ist für die Reinigung echt perfekt, weil man hat alles mit dabei. Dann habe ich mir eine neue Uhr bestellt und die wollte ich euch auch nochmal zeigen. Die ist nämlich von Jörg und das sind diese Wood Watches. Die sind nämlich aus richtigem Holz. Das ist so dieser Clou dran. Ich finde, die sieht so schön aus. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen, verlinke ich euch auch unten in die Infobox nochmal. Hinten ist auch eingraviert, wo diese Uhr gemacht wurde. Also hier steht Born in St. Louis. 100% natürliches Holz. Und wann die Uhr gemacht wurde, also meine wurde jetzt hier am 22.08.2016 gemacht. Und was ich auch total stylisch finde, die kommt nämlich in so einer Holzschachtel an. Hier oben ist dann die Uhr drin. Garantie habt ihr noch drin und da ist auch nochmal die Geschichte erzählt, woher die Uhr kommt und so weiter. Und man kann daraus eine Schmuckschatulle machen. Hier ist nämlich noch so ein Fach. Also richtig hochwertig, richtig schön. Und falls euch die Uhr auch interessiert, könnt ihr unten in die Infobox mal schauen. Ich habe da nämlich auch einen Gutschein für euch. Da müsst ihr euch einfach auf der Seite registrieren. Da bekommt ihr eine Ermäßigung, wenn ihr die Uhr bestellen wollt. Es gibt die Uhr auch für Männer. Also ich finde die richtig, richtig schick. Ne? Schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Wie gesagt, da habe ich einmal die Seite, also ich verlinke euch zwei, einmal die Seite mit den Uhren und darunter verlinke ich euch, wo ihr euch registrieren könnt und wo ihr dann diese Ermäßigung bekommt. Und zu guter Letzt, da es ein Mischmasch-Haul ist, hat meine Mama mir ein Kleid gekauft von C&A. Das ist das hier. So sieht das aus, hat 15 Euro gekostet, das Preisschild ist noch dran, weil sie meinte, wenn mir das zu klein oder zu groß ist, dass ich das dann umtauschen kann. Finde ich sehr schön. Ja, hat mir sehr gut gefallen, hier mit Blumenmuster und mit einer dicken Strumpfhose kann man das schön jetzt im Winter anziehen. Ja, meine Lieben, das war mein mega, mega, mega großer Drogerie-Haul und Mischmasch-Haul. Es tut mir wirklich leid, dass meine Stimme so ätzend ist, aber ich bin leider immer noch erkältet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ja, falls ihr neu seid, freue ich mich über ein Abo und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hab euch lieb, bis zum nächsten Mal. Ciao! Hat euch mein Video gefallen? Dann lasst es mich mit einem Däumchen nach oben wissen. Ich freue mich immer wieder, Kommentare von euch zu lesen. Schaut euch auch meine anderen Videos an und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Ich sag bis zum nächsten Video, eure Niki.